Hallihallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge hier bei Die Sims 2, die 100 Baby Challenge. Was wollte ich denn eigentlich machen? Ich glaube, ich wollte Daniel anrufen und mit ihm ein bisschen plaudern, damit wir hier die Beziehung ein bisschen verbessern, weil gar so gut ist die nicht. Holger lasse ich jetzt noch in der Family, der soll nämlich ein bisschen Geld dazu verdienen. Bis er ja, denn keine Ahnung, wie lange ich ihn in der Family lasse. Mal gucken, das werde ich dann spontan entscheiden. Ich will ihn auf alle Fälle mal so lang drin lassen, bis er aufhört, in die Schule zu gehen und dann auf einmal beruflich besser dasteht. Das möchte ich auf alle Fälle mal lassen. Und danach mal gucken, wie es mit Antonia hier weitergeht mit den Kids. Und auch wie lange Nina halt noch unter uns weilt. Ich hoffe, das wird noch länger bleiben. Schau, geh mal hier mit deinem Enkelsohn spielen und kuscheln. Schau, oh, das schaut ja lieb aus, oder? Schau, du kannst hier jetzt dann nochmal einen Sim anrufen. Und dann wirst du, glaube ich, mal um ein Date bitten. Das ist, glaube ich, eine ganz gute Idee. Ah, okay. So, warte mal. Hier, mit ihm plauderst du jetzt noch mal. Windeln wechseln. Und dann sollte er normalerweise wieder gut drauf sein. Tschüpp. Ja, sehr schön. So, ins Gitterbett legen. Das räumst du gleich mal auf. Und dann gehst du gleich mal duschen, meine Liebe. So, du telefonierst hier noch ein bisschen. 31 ist ja schon mal nicht schlecht. Wäre es halt auch nicht schlecht, wenn du hier ein bisschen besser noch dastehst. Das muss ich mal gucken. Hier, nochmal anrufen, plaudern. So, jetzt muss ich mich nochmal hier orientieren. Wir haben hier Gordon, genau. Der ist der Vater von Jonas. Dann haben wir Joachim, das ist Christian Kuschel. Paul Heinzelmann. Ronja Biermann. Vielleicht sollten wir die auch mal einladen oder so, hä? Huh? Um Date bitten. Ich glaube, das lassen wir mal. Nein, da möchte ich jetzt nicht spielen. Daniel Hübsch. Okay, Joachim ist, wer ist denn Joachim? Das ist Gordon. Das ist Joachim, das ist Christian. Okay, die beiden sind eh schon relativ weit. Dann haben wir, wen haben wir denn dann? Hä, wo ist denn jetzt der Ding hin? Da, okay. Ah, okay. So, dann anrufen Sim. Ich hoffe, ich kann die beiden anrufen. Hier, hör mal auf. Wenn du dich fertig gemacht hast, kannst du hier ein bisschen recyceln, beschneiden. Hier auch nochmal recyceln, die Post holen. Da kannst du dich hier ein bisschen schlau machen, bitte. Dann möchtest du einen Teller fertigen. So, und zwar die Ronja Biermann und den Paul Heinzelmann. Genau, das ist der Anrufbeantworter von Ronja. Toll! Einladen. Mal gucken, wie es mit dem läuft. Kann ich einen Freund mitbringen? Ja, nein, vielleicht. Nein, lass mal. Lass das. Wie nett, dass du mich einlädst. Ich breze mich noch ein wenig auf. Okay. Da läuft nämlich auch eine Zeit ab. Mein Baronia ist es nicht ganz so tragisch, aber Dings, okay. Was willst du denn machen? Wie viel haben wir denn jetzt eigentlich hier noch Reste nehmen? Schau mal bitte hier rein. Ja, toll, dass du meine Mutter anziehend findest. Okay, wir müssten dann mal was kochen. So, alle begrüßen. Paul Heinzelmann begrüßen. Mal gucken, wie das jetzt hier mit ihm abläuft, weil ich glaube, wir haben hier bessere Chancen oder so, auf die Art. Schau, sie denkt an ihr Enkelkind. Okay.
flirten. Gell mal. Wir flirten gleich mal hier. Schmeicheln. Oh, das gefällt ihm gar nicht. Uah. Okay, Entschuldigung. Reden. Warte mal, du machst deinen Teller. Reden. Plaudern. Alter, lass dein Kind mal in Ruhe. Rede mit ihm einfach. Das war jetzt nicht unbedingt so optimal. Okay, wir reden dann gleich mal über ein Date. Über das perfekte Date. Gefällt dir, was du siehst? Fragen wir einfach mal. Dann nach Sternzeichen, nach Wünschen, nach Ängsten, nach Angsten, nach Interessen, nach Abtörnern, nach keine Ahnung was, Antörnern. Aha, ist wieder. Unterhalten. Okay. Witz erzählen. Das können wir ja mal machen. Meine Angst, Antonia, lehnt gemeinsame Spielen ab. Oh, okay. Warte mal. Spielen. Hände klatschen, Ball werfen, kitzeln. Okay, wir kitzeln dich dann mal kurz. Du hast dein Ding gemacht. Okay, du gehst jetzt hoch zu deinem Enkelkind. Du darfst das. Junge, was hältst du von einem Date? Fragen nach Date. Okay, du fütterst jetzt, glaube ich, den Kleinen, gell? Einfach mal so. Die Fahrgemeinschaft fährt in einer Stunde. Okay, dann fütterst du jetzt noch den Kleinen. Holger hat heute einen Schulfreund mitgebracht. Boska! So, dann Hausaufgaben helfen. Oh, wir haben jetzt ein Date. Okay, wertschätzen, bewundern. Wertschätzen, keine Ahnung, was er eigentlich haben möchte. Mit ihr sprechen, reden, tratschen. Okay, dann Stehblues tanzen. Dann Kissenschlacht. Okay. Wollen wir spielen? Haben wir hier die Kissenschlacht überhaupt dabei? Ja, Kissenschlacht. Dann Stehblues tanzen. Stehblues. So. Du machst deine Hausaufgaben. Du gibst den Kleinen bitte jetzt mal hier nach oben ins Bett und gehst dann bitte aufs Klo. Genau. Ich wollte gerade sagen, du hast Spaß beim Hausaufgaben machen oder was? Das wäre ja was ganz Neues. So. Antonia schätzen. Rückenkraulen. Okay, ja, keine Ahnung. Unbekannten Sim treffen. Das könnte ein bisschen schwer werden hier. Was möchtest du denn eigentlich hier? Schmutzigen Witz erzählen und kitzeln. Okay, warte mal, hört mal auf hier. Unterhalten, Witz erzählen. Küssen. Zärtlich. Oh, sehr schön. Rückenkraulen bekommen. So, du hast deine Hausaufgaben gleich fertig gemacht. Da warst du jetzt auch noch am Klo? Nee, warst du nicht toll. So. Was ist jetzt los? Rückenkraulen? Küssen, zärtlich. Okay, was möchtest du eigentlich kitzeln? Schmutzigen Witz erzählen? Spielen? Kitzeln? Also, es ist spontan jetzt Paul Heinzelmann dazwischen gekommen. So, mal gucken. Paul Heinzelmann. So, was wollen wir denn noch rumschmusen, Villa? Auf Arm. Flirten, Händchen halten, zweideutige Anspielungen machen. Okay, vielleicht ist er jetzt doch ein bisschen vorschlagen, feste Beziehung. Nee. Überreden zu, aufräumen. Savalia. So, sie will auch rumschmusen. Das Problem ist nur, dass wir noch nicht rumschmusen können. Nein. Nein. Können wir jetzt dann rumschmusen, flirten, Händchen halten?
Nee, wir können doch nicht rumschmusen. Wertschätzen, okay, reden, küssen, auf Arm. Das ist so richtig beschissen irgendwie gerade. Hier, zweideutige Anspielung, das machen wir auch mal. Es wäre es halt toll, wenn sie gleichzeitig auch noch ein traumhaftes Date hätte. Antonia schätzen. Ich meine, sie hat hier einen alten Knacker, noch einen alten Knacker. Okay. Oh, so, schau, romantisch, unterhalten, schmutzigen Witz. Daniel Hübsch ist kein Familienfreund mehr. Mit ein wenig Interesse kannst du einiges wieder gut machen. Vielleicht ist es noch nicht zu spät, um die Freundschaft zu kitten. Das werden wir natürlich machen. Ich meine, ich stehe für solche Sachen auch immer anzüglich flirten. Ich stehe für solche Sachen auch immer mitten auf der Straße. Hustet, ich muss hier ein bisschen aufpassen. Weil meine Bedürfnisse im Keller sind. Okay. Scheiße. Ja, okay. Das hat jetzt nicht so ganz hingehauen, wie ich mir das vorgestellt hatte. Aber was soll's. So, lass mal den Müll gleich wieder stehen. Wir hatten trotzdem relativ gutes Mechthild Brünig. Okay. Relativ gutes Ding. Hier, Bild verschwinden lassen, weitermalen. Okay, dann mach das mal. Mal ein bisschen weiter. Also, wir haben hier. Wo haben wir denn schon Herzchen? Ich glaube, ich sollte das anders angucken. Wa? So. So, wir haben hier ein Herzchen bei Gordon. Mit dem haben wir eh schon ein Kind. Okay. Dann haben wir ein Herzchen beim Christian Kuschel. Dann haben wir ein Herzchen beim Joachim Massen. Ja. Und dann haben wir noch ein Herzchen bekommen jetzt bei Paul Heinzelmann. So. Dann hätte ich aber gerne Daniel Hübsch auf alle Fälle auch noch irgendwie so ein bisschen mit dem Finger gewickelt. Vielleicht kann ich ihn ja um ein Date bitten. Anrufen um Date bitten. Hör mal auf zu malen. Vielleicht bringe ich das ja zusammen. Oh, der ist auch gerade da. Nach Hause. Cool, wie nett, dass du mich einlädst. Ich brezel mich noch ein wenig auf, dann komme ich vorbei. Was deine Frau wohl dazu sagen wird. Da denken wird. Kind tragen. Wieso willst du dein Kind tragen? Du wirst dein Kind jetzt einfach nur mal kurz knuddeln, würde ich mal sagen, oder? Schau, er ist schon da. Daniel, 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 lass mal begrüßen. Holger ist noch ein Teenager und sollte sich langsam. Nein, er wurde doch schon gefüttert. Hier, genau. Leg ihn wieder ins Bett. Holger ist kontaktfreudig. Alter. Wie viel Kontaktfreude brauchst denn du noch? So, du kannst hier mit Mechthild mitmachen, bitte. Musst du noch aufs Klo? Ah, ja, du müsstest immer noch aufs Klo. Benutzen. Was ist hier los? Aha, okay. Mit Antonia tanzen. Reden. Kissenschlacht. Warte mal. Tratschen. Keine Ahnung. Reden, tratschen. Kissenschlacht, haben wir gesagt. Kissenschlacht. Was möchtest du eigentlich alles? Kitzeln? Kissenschlacht. Ihr mit eurer dämlichen Kissenschlacht. Ah, drum ist er gekommen. Drei Liebschaften zur gleichen Zeit. Das möchte er haben. So ist das. So, du freundest dich hier ein bisschen mit Mechthild an. So, das haben wir jetzt. Dann spielen, kitzeln. Mit Antonia tanzen. Unterhalten, Breakdance, flirten, umgarnen. Ich glaube eher nach Wünschen. Achso, das brauche ich eigentlich gar nicht fragen, weil ich sehe die Wünsche ja. Nach Ängsten. So, was machst du?
Meine Liebe, du wirst hier jetzt nochmal was töpfern. Wow, das ging aber ziemlich schnell. Mein Wunsch, ein Gemeinschaftsgrundstück besuchen. Antonia lernt Flirt ab. Oh, umgarnen. Tratschen. So, was ist mit dir los? Nee. Du warst es gerade nicht, gell? Holger! Du brauchst Spaß. Das ist ja richtig doof. Wieso hast du denn jetzt keinen Spaß? Wieso ist jetzt eigentlich Alfred da? Ich dachte, ich habe dich hingeschickt. So, was wollen wir denn eigentlich hier? Witz erzählen. Warte mal, unterhalten, Witz erzählen. Also, das heißt, wir haben mit Daniel Hübsch auch schon ein Herzchen. Wahnsinn, Wahnsinn. Die Frage ist nur, wer ist denn dann der Nächste? Wer ist denn schon sehr weit? Ja, Christian Kuschel ist schon sehr weit und Joachim Massen ist auch schon sehr weit. Aber Christian Kuschel ist besser dran. Okay, so, es ist nett. Was wollen wir denn jetzt hier? Kitzeln, Kissenschlacht. Alter, ist das beschissen. Ja, ich weiß nicht, warum du. Wollen wir spielen, kitzeln. Ey, das ist ja gerade ein bisschen bescheiden hier. Wurde gefertigt. Super, verkauf das gleich mal. Können wir hier ein bisschen weitermalen? Dann Kissenschlacht, perfekter Teller, okay. Das ist aber ziemlich bescheiden hier. Drei Liebschaften zur gleichen Zeit will er haben. Flirten. Sim abchecken. Schau, kümmer du dich ein bisschen hier um den Kleinen, bitte. Windeln wechseln, bitte. Und dann am besten die Flasche geben. Mit Flaschen, Jonas, die Flasche dann geben. Warte mal, nee, lass mal dein Kind bitte in Ruhe. Deine Mutter macht das. Hallo, deine Mutter macht das. Danke. Okay, wir haben hier nur ein nettes Date, leider. Reden, umarmen, flirten, verabschieden von. Alter Falter. Sag mal, wie geht's dir eigentlich, Freunde? Du bräuchtest Freunde. Okay. Wie wär's, wenn du hier mal übst? Umarmen, freundschaftlich flirten, umgarnen. Mit Baby Jonas sprechen. Nee, das wollen wir jetzt nicht. Umgarnen, Sim checken. Ah, wertschätzen, bewundern. Hey, WTF. So, du musst hier sie am besten bitten mitzumachen. Bitten mitzumachen. Okay, sie hat ein nettes Date. Zweideutige Anspielung. Rückenkraulen. Oh, wir haben hier wieder Stehblues tanzen. Klassisch, okay. Ja, auf geht ein bisschen blöd. Sie steht gerade voll im Weg. Du kochst dann, warte mal, du räumst das hier dann mal auf. Die Zeit läuft ab. Wegwerfen. Wegwerfen. Dann kochst du hier mal eben schnell was Abendessen servieren. Hamburger. Ja, ich weiß, dass die Zeit abläuft. Küssen, flüchtig. Flirten, schmeicheln. Okay, warte mal, tanzen, das haben wir jetzt schon. Ja, küssen, 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 küssen. Bitte, 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 mach das. Hört mal auf zu tanzen. Hallo, aufhören. Stopp. Break it. Was ist da jetzt los? Oh, 1000. Yeah. 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 Wir haben es wieder weiter geschafft. So, du unterhältst dich auch mit ihr. Das ist ja sehr schön. Vielleicht zwei Dates an einem Tag. Zärtlich, umarmen, romantisch. Das macht man natürlich auch. Wir müssen das hier hochpushen. Push it, push it, push it. Ich wusste gar nicht mehr, dass Daniel Hübsch eigentlich hier so ein bisschen.
Naschis gegenüber seiner Frau. Vorschlagen, über Nacht bleiben. Ja, bleib doch über Nacht, genau. Flirten, Händchen halten, küssen auf den Arm. Was wollen wir denn noch? Antonia den Rücken graulen. Ja, das kann ich leider nicht machen. So, zärtlich. Schau, er bleibt jetzt eh über Nacht. Das ist eh schon mal ganz gut. Ich möchte aber gerne, sehr gerne. Schau, wir haben... Oh, tschüss. Es ist gerade gekocht worden, meine Liebe. Es ist gerade gekocht worden. Flirten, Händchen halten. So, genau. Du isst jetzt erstmal was. Geh einfach an der anderen Seite rum. Okay, sie schmilzt auch voll dahin. Das hätte meiner sein können. Ich hätte ihn haben können. Ich habe ihn aber nicht. So, wenn du gegessen hast, gehst du dich dann duschen. Freunde, Hygiene, Energie. So, großartig. Ja, ich glaube, besser als großartig bringe ich das heute nicht mehr hin, ha? Ja, nicht so wirklich, gell? So, dann sagen wir einfach mal... Nee, nicht Date beenden. Schau, die Zeit läuft schon wieder ab. Das ist aber ziemlich bescheiden. Okay, warte mal, dann wollen wir hier das Date beenden. Oder lassen wir es einfach auslaufen? Ich lasse einfach auslaufen. Junge, du kannst dich auch hier hinsetzen. Ciao, Freunde, geht auch hoch. Aha, es ist schon spät, ich mach die Tür. Schau, er verabschiedet sich voll höflich. Wie geil ist das denn? So, geh du mal schlafen. Du bist soweit, also du hast eigentlich eh relativ viel Energie noch. Eieieiei, kissen, rumschmusen, eieiei, okay. Ja, Antonia lässt auch nichts anbrennen hier. Also sie hat gleich zwei Dates an einem Tag mit beiden relativ guten Erfolg. Also sie sind beide immer verknallt. Dann machen wir auch Reste weglegen. Aber, wie soll ich sagen, Harntrang, oh, da musst du ziemlich bald hier... Du bist wirklich spitze, Baby, wir sollten das unbedingt wiederholen. Echt geil. Ah, okay, du räumst das weg. Du isst das jetzt noch. Also er isst das auch nicht mehr, okay. Wie heftig ist das denn? So, dann, meine Liebe, gehst du bitte aufs Klo und duschen und dann kannst du auch schlafen gehen. Du, meine Liebe, musst dann auch unbedingt duschen. Also, nee, aufs Klo gehen, Footback spielen. Ja, hier, baut eure Beziehung noch ein bisschen auf. Gut, dann würde ich mal sagen, ich werde hier jetzt erstmal einen Cut machen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Und ja, bis dahin dann erstmal. Ciao, ciao.